Hallo zusammen, hier ist Lilly Eden. Erinnern Sie sich noch? Klar erinnern Sie sich noch, es ist ja noch gar nicht so lange her. Da durften wir uns noch umarmen und da durften wir noch irgendwo hinfliegen. Ich lese Ihnen mal eine Geschichte vor aus dem Buch von Christina Weftel, Ich habe nach dir gewonnen. Ein Vater und seine Tochter umarmten sich herzlich am Flughafen. Beide wussten, dass dies vermutlich ihr letztes Treffen war. Er war alt und hatte nicht mehr lange zu leben, und sie wohnte weit weg und konnte nicht so oft zu Besuch kommen. Schließlich wurde es Zeit, für die Tochter durch das Gate zu gehen. »Ich liebe dich. Ich wünsche dir ausreichend«, sagte der Vater zu seiner Tochter. »Ich liebe dich auch, Papa. Ich wünsche dir ausreichend.« Ein Passagier, der in der Nähe stand, konnte es nicht bleiben lassen, sich zu erkundigen, was es zu bedeuten hätte, dass sie einander ausreichend wünschten. »Das ist ein Wunsch, der in unserer Familie von Generation zu Generation weitergegeben wurde«, antwortete der Mann. »Es bedeutet, ich wünsche dir ausreichend viel Sonne, damit dein Leben hell sein möge. Ich wünsche dir ausreichend viel Regen, damit du die Sonne schätzen kannst. Ich wünsche dir ausreichend viel Glück, damit du deine Lebenslust bewahren mögest. Ich wünsche dir ausreichend viel Sorge, sodass selbst kleine Freuden dir groß vorkommen mögen. Ich wünsche dir ausreichend viel Gewinn, sodass du alles bekommen mögest, was du brauchst. Ich wünsche dir ausreichend viel Verlust, damit du alles, was du hast, schätzen kannst. Ich wünsche dir, dass du ausreichend oft willkommen geheißen wirst, sodass du mit dem letztgültigen Abschied fertig werden kannst. Also, ich wünsche Ihnen ausreichend. Bleiben Sie behütet. Tschüss.